ganz gleich, welche Dicke und welcher äußeren Qualität. Der Spargel schmeckt also alle gleich in der Geschmack und deswegen ist es wichtig, dass der immer frisch ist. Und das können wir eben garantieren, weil wir vor dem Tor Gründens unser Anbaugebiet haben, das also sehr gut geeignet dafür ist. Schopenhausener Spargel ist ab 2011, letzten Jahr, ist es als GGA, geschützte geografische Angabe, europaweit geschützt. Und deshalb dürfen eben nur, wie vorhin ich sagte, nur bestimmte Betriebe, die diese Qualitätsvoraussetzungen erfüllen, diesen Namen tragen. Ganz entscheidend ist es auch, dass wir in Schopenhausen diese frühere Handelsklassennorm und heutige UNECE-Norm beibehalten. Das heißt, der Spargel darf nicht länger wie 22 cm sein in der Länge. Und zwar ist es deshalb auch wichtig, weil wenn Sie einen Spargel essen, werden Sie feststellen, dass der obere Teil immer das Beste ist. Der untere Teil, je länger der wird, umso holziger wird der Spargel. Deswegen haben wir diese strengen Vorgaben gegenüber Mitkonkurrenten hier vorgegeben. Natürlich ist es so, dass die Erzeuger auf Ertrag verzichten, denn jedes Zentimeter länger des Spargels bedeutet für die entsprechend mehr Ertrag. Und deshalb gilt vor Ertrag, gilt also die Qualität des Spargels. Was Sie hier sehen können, das ist also dieser typische Boden, den wir von Schopenhausen hier mitgebracht haben. Dieser Sandboden mit einem gewissen Schluff- und Lehmanteil. Und das gibt eben diesem Spargel diesen guten Geschmack. Als Verbraucher sollten Sie also natürlich immer darauf schauen, dass Sie beim Einkauf frische Ware bekommen. Und woran erkennen Sie das? Frischer Spargel ist immer erkennbar. Er ist hier etwas verschmutzt, schon von der Erde, wie Sie sehen, aber man kann das trotzdem zeigen, wenn er glänzend ist, der Spargel. Und die Schnittstellen unten, die müssen also ganz frisch sein. Die dürfen also nicht eingetrocknet sein. Und daran erkennen Sie die Frische. Und das sollte Ihnen auch mehr wert sein. Wenn Sie in den Fußgängerzone oder auch hier am Markt Spargel sehen, der also dann in den Schnittstellen schon eingetrocknet ist, und zwar billig ist, dann müssen Sie eben annehmen, dass er eben nicht mehr so gut schmeckt. Das ist also dann der Preis, deswegen ist der auch billiger manchmal, was Sie also da einkaufen. Für den Spargelerzeuger ist natürlich ein großer Aufwand gegeben, Spargel zu kultivieren. Die Kultur erfordert sehr viel Handarbeit und das kann man also auch hier sehen. Sie sehen also hier die Spargelsprossen, die also aus dieser Erde wachsen. Und es ist nicht so, wie Sie jetzt da hier in diesem Bild vorsehen, dass gleich drei, vier Sprosse in dieser Höhe sind, sondern der Spargelspross wächst immer einzeln. Das heißt, es muss jeden Tag, müssen die Leute durchgehen, müssen also die Bifänge abgesucht werden und müssen also einzeln dann die Sprosse herausgenommen werden. Von daher haben wir insgesamt von den Kosten über 50% Handarbeit, deswegen ist eben der Preis auch entsprechend. Was in Schopenhausen der Spargel auch auszeichnet, es ist kein Betrieb da, der also Spargel mit fossilen Energiequellen aufheizt. Wir machen das alles mit der Folie, wie Sie hier sehen, seine Schwarz-Weiß-Folie. Auf der einen Seite ist sie weiß, auf der anderen Seite ist sie schwarz. Die wird entsprechend der Sonneneinstrahlung, wenn es recht heiß ist, wird auf weiß gedeckt. Wenn es kälter ist, so wie heute, bleibt oben die schwarze Seite oben. Wird also versucht, hier eine optimale Dammtemperatur zu erreichen. Denn der Spargel braucht ca. 10 bis 12 Grad, bis er dann wächst. Und das erreichen wir durch die Folien. Wir sagte schon, wir wollen also keine künstliche Beheizung mit fossilen Energiequellen, weil wir ein Saisongemüse haben und ich denke, der Verbraucher sieht es ähnlich, dass es nicht unbedingt sein muss, Bodenheizungen zu betreiben mit sehr hohem Energieaufwand. Das widerspricht der Nachhaltigkeit einer guten Landbewirtschaftung. Der Spargel braucht, bis er geerntet wird, mehrere Jahre. Sie sehen auf der hier eine einjährige Pflanze, so wie es eingelegt wird, ein kleiner
Spargelflexer wird also hier eingelegt und der wächst im ersten Jahr auf, ohne dass man stechen kann. Im zweiten Jahr wird dann schon einmal 10 Tage gestochen. Im dritten Jahr etwa das Doppelte, kann man sagen, also circa 4 Wochen. Und erst ab dem vierten Jahr wird der Spargel bis zum Johanni, das ist der 24. Juni, gestochen. Und so lange dauert die Spargelsaison und Sie können also da auch entsprechend Ihren frischen Spargel hier einkaufen. Und da muss man den Spargelstock wieder in Ruhe lassen. Sie sehen hier einen Spargelstock auf der rechten Seite da vorne. Das sind also diese Sprosse, die dann rauswachsen. Und wenn sie dann ans Licht kommen, bilden sie Kraut, wie Sie hier bei dieser einjährigen Anlage sehen. Und dieses Kraut assimiliert dann wieder und liefert die Nährstoffe wieder an den Wurzelstock wieder zurück. Deswegen muss man hier nur ihm diese Zeit geben, ab 24. Juni, dass der Spargel wieder zur Ruhe kommt und im nächsten Jahr, dass man den dann entsprechend wieder stechen kann. Sonst hätten wir in einem Jahr, wäre also dann der Spargelstock hier mehr oder weniger kaputt. Die Stöcke bleiben circa 6 Jahre im Boden, bis sie dann wieder gerodet werden müssen und wieder eine Neuanlage geschaffen wird. Und bei der Neuanlage ist es so, dass man da auch wieder schauen muss, dass der Boden passt, dass der Standort vorbereitet wird. Das wird mit viel Stahlmist gearbeitet und eben entsprechend dann wieder der Boden vorbereitet mit den Jungpflanzen und dann kann man wieder einen neuen Spargel stechen. Und da muss man dann auch wieder das Feld wechseln. Man kann also nicht am gleichen Feld gleich wieder weitermachen. Sie haben jetzt gerade diese Spargelkelle in die Hand genommen. Die Spargelkelle dient dazu, dass man die Erde dann wieder raufgibt. Das Stechmesser, was Sie da haben, ich habe also auch eins da, das nimmt man dann her und sticht also dann, ich mache es jetzt von Ihrer Seite, einfach da rein und nimmt dann den Spargel praktisch mit der anderen Hand, ich habe jetzt das Mikrofon, kann es also nicht, wird hier abgestochen und herausgenommen und dann muss das wieder zugedeckt werden. Sonst würden ja die Sprosse, die dann nachher wieder kommen, violett werden und grün werden, wenn sie an die Oberfläche kommen. Deswegen ist das also eine sehr hohe Arbeit oder große Arbeit, die dort zu verrichten ist. Spargel ist ja sehr gesund, der Herr Staatsminister hatte das ja vorhin auch besonders betont. Eignet jetzt zur Frühjahrskur natürlich, es ist klar, elegant im Aussehen, einzigartig im Geschmack, bildet natürlich der Spargel einen Höhepunkt eines lukullischen Mahles. Das ist, glaube ich, denjenigen Gourmets bekannt, die das ja tun und auch tun werden noch in der Spargelsaison. Er enthält viele Vitamine, es hat Mineralstoffe und in besonderer Weise durch die Asparaginsäure, die also hier enthalten ist, entschlackt er den Körper. Also die Nierentätigkeit wird angeregt. Also sie tun für ihre Gesundheit Gutes, wenn sie bis jetzt nutzen die Zeit bis zum 24. Juni Spargel zu essen. Über die Zubereitung